da möglicherweise nur eine Komödie gespielt? Ich glaube nicht, Sir. Ich bin mir sicher, dass dieser Mann völlig schwachsinnig ist. Ich habe mir das Band angehört und stimme ihr völlig zu. Aber hatte der Baron denn nicht gesagt, dass er sich nicht richtig ums Geschäft kümmert? Wer ist der Vize der Firma? Soweit wir rausgefunden haben, heißt er Damascus Valentine. DV. Was? Seine Initialen. Damascus Valentine. Dimitri Volkov. Zufall? Klingt ziemlich weit hergeholt. Aber doch irgendwie interessant. Wir müssen auf jeden Fall wissen, was im Safe ist, den der Baron Ihnen gegenüber erwähnt hat. Natürlich wird das nicht einfach, aber das könnte der Schlüssel unserer Nachforschungen werden. Ich freue mich auf diese Herausforderung, Sir. Das ist die richtige Einstellung. Mr. Smith, was hat der Geheimdienst über das Gebäude rausgefunden? Es ist eine wahre Festung. Da gibt es nicht nur verdächtig viel und gut trainiertes Sicherheitspersonal, sondern auch eine sehr teure Hightech-Überwachungsausstattung. Kameras, Infrarot-Überwachungssysteme mit allem drum und dran. Die müssen tatsächlich was zu verstecken haben. Das ist das, was wir denken. Wie sieht also unser Plan aus? Wer soll da rein? Sie! Was? Wieso Sie? Das ist viel zu gefährlich für eine Frau. Oh, jetzt fang nicht wieder damit an. Bevor sie zu Unity kam, war Agent Archer eine Art Expertin in verdeckter Ermittlung, könnte man sagen. Einbruch und unerlaubtes Eindringen, könnte man auch sagen. Wie auch immer, diese Aufgabe schreit geradezu nach Stärke und Feingefühl. Ja, schon kapiert. Feingefühl ist nicht mein Ding. Aber ich denke immer noch, dass es zu gefährlich ist, wenn sie da alleine reingeht. Und deswegen werden sie unten für Ablenkung sorgen. Hört sich schon besser an. Und wie komme ich da rein? Der Versuch, Parterre reinzukommen, wäre Selbstmord. Auch für einen Experten wie Miss Archer. Die einzige Möglichkeit ist durch den Dacheingang. Wie stellen Sie sich das vor? Komme ich da per Fallschirm hin? Zu unpräzise. Aber es gibt eine Alternative. Dumas Enterprises baut gerade einen zweiten Wolkenkratzer direkt neben dem Hauptsitz. Unsere Observationsfotos lassen den Schluss zu, dass sie mit Hilfe eines Krans zum Dach des anderen Hauses gelangen können, wenn sie auf dem Dach des neuen Gebäudes stehen. Die Observationsfotos besagen, dass das möglich ist? Es wird schwierig und verdammt riskant. Verstehe. Wenn Sie erstmal im Gebäude sind, müssen Sie das Büro des Präsidenten und den Safe finden. Fotografieren Sie alles, was Ihnen verdächtig vorkommt. Wir möchten keine Spuren hinterlassen, also lassen Sie alles so, wie Sie es vorfinden. Je weniger die über unsere Mission wissen, umso besser. Gut dann, uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, Sir.